Servus, heute machen wir eine kleine Einheit Mittelkörperspannung. Das ist eine unserer Standardaufwärmübungen beim Turnen, dauert ungefähr 10 Minuten, kommt ein bisschen darauf an, welche Intervalle ihr wählt. Was wir dafür brauchen, ist Boden und ein Timer oder irgendwie eine Uhr, um die Zeit zu messen. Ich mache normalerweise 6 Einheiten mit 1 Minute 20. Kann man mehr, kann man weniger machen, je nachdem, wie fit man ist. Ja, und dann geht es auch schon direkt los. So, als erste Position beginnen wir mit dem Unterarmstütz. Wichtig hierbei ist, dass die Schulter, Hüfte und Fersen möglichst eine gerade Linie bilden müssen. Achte darauf, dass die Hüfte nicht zu hoch oder zu niedrig ist und diese Position einfach mal halten. Als nächstes springen wir mit den Füßen auf und zu. Das machen wir für 10 Sekunden. Jetzt linker Arm, rechtes Bein anheben und unter dem Körper Knie und Ellenbogen zusammenführen. Und das Ganze auf der anderen Seite. Jetzt gehen wir im Unterarmstütz auf die halbe Höhe. Der Bauch berührt nicht den Boden. Und jetzt wieder nach oben in den Unterarmstütz. Und wir schieben die Schultern über die Ellenbogen und wieder zurück. So, und jetzt gibt es auch schon die ersten 20 Sekunden Pause. Ihr könnt euch ein bisschen strecken. Und die nächste Position ist das Schiffchen. Das heißt, wir legen uns auf den Rücken und wichtig hierbei ist, dass der untere Rücken möglichst gerade am Boden anliegt, also kein Hohlkreuz machen und die Fersen und Schultern berühren den Boden nicht. Je knapper ihr diese Position, also je knapper die Fersen und Schultern über dem Boden gehalten werden, umso schwerer wird es. Und genau, wie gesagt, darauf achten, dass der untere Rücken schön fest in den Boden reindrückt. Jetzt einfach mit den Beinen ein bisschen schwingen, rudern. Kann man auch über Kreuz machen. Und als nächstes führen wir die Handflächen zusammen. Am besten mit ein bisschen weniger Schwung, als wie ich das hier gerade mache. Dann hat es mehr Sinn. So, als nächstes kurze Klappmesser. Das heißt, die Knie zur Schulter bringen und dabei auch wieder die Füße und die Schultern berühren den Boden nicht. Jetzt haben wir Einzelklappmesser. Das heißt, wir versuchen, die Beine einzeln möglichst gerade nach oben zu bringen, dass wir die Handflächen hinter dem Bein zusammenführen können. Und da machen wir noch eine. Und noch eine. Und wieder im Schiffchen die Grundposition halten. Ein bisschen die Beine grätschen und zusammenführen. Die Arme zum Schluss noch über den Kopf heben, das macht nochmal ein bisschen mehr Spannung in der Bauchmitte. Und kurz erholen. Sehr schön, jetzt haben wir die ersten 2 von 6 Positionen erledigt. Nächstes ist der seitliche Unterarmstütz. Da versuchen wir auch möglichst parallel die Übungen jeweils zu machen, deswegen ist die Zeit dabei auch ganz wichtig im Auge zu halten. So, und hoch. Wichtig auch hier wieder, dass Kopf, Hüfte und Fersen möglichst eine Linie bilden. Ich bin ein kleines bisschen zu hoch fast, aber wichtig ist, dass ihr nicht durchhängt und euch daran freut, dass eure Bauchmuskeln gerade sehr stark beansprucht werden. Jetzt führen wir das linke Bein möglichst gerade nach oben, also möglichst gestreckt, so weit wie ihr könnt, ohne dabei umzukippen. Und als nächstes wird das Bein vorne zur Körpermitte geführt und der Fuß berührt einmal unten ganz kurz den Boden. So, als nächstes nehmen wir die Hand auf die Hüfte und Hüfte gegen den Druck der Hand nach oben drücken. Das wieder für ungefähr 10 Sekunden. Als nächstes nehmen wir jetzt das obere Bein und lassen unser gesamtes Gewicht
vom oberen Bein tragen. Das untere Bein wird vom Boden abgehoben. Auch wieder halten, halten, 10 Sekunden. Zurück in die Ausgangsposition. Und die letzten 5 Sekunden den Arm vom Körper auf und ab bewegen. Das erhöht nochmal die Beanspruchung. So, kurze Pause. Umdrehen auf die andere Seite. Wenn ihr nicht gerade ein Video aufnehmt, reicht es auch einfach, wenn ihr euch in die andere Richtung dreht und das Handy kurz rumlegt. Hier war es ein bisschen aufwendiger. Aber die 20 Sekunden sind gleich wieder um. Und hoch. So, hier wieder das gleiche Spiel wie vorher. Zuerst einmal gerade und anständig die Position halten. Und wichtig auch, immer lächeln. Der Schmerz ist unser Freund. Er macht uns stärker. Und jetzt beginnen wir, das Bein zu heben. Wieder möglichst gestreckt. Versucht dabei, die Hüfte nicht zu sehr nach oben und unten zu bewegen. Möglichst die statische Position im Körper halten. Dasselbe für die Tippübung nach vorne. Wieder den Fuß in die Körpermitte bringen. Und unten auf dem Boden einmal kurz antippen. So, Hand an die Hüfte führen und gegen das zusätzliche Gewicht der Hand auf der Hüfte kurz nach oben wippen. Und dann wieder bereit machen. Der obere Fuß wird das gesamte Gewicht des Körpers tragen. Das untere Bein ist angehoben, berührt den Boden nicht. Und wir freuen uns darüber, wie das jetzt in der Seite langsam das Brennen anfängt. Zurück in die Ausgangsposition. Gleiches geschafft. Nochmal kurz mit der Hand vorm Körper wackeln. 3, 2, 1 und stopp. Sehr gut. Da kommt der Körper in Schwung. So, die nächste Position ist der Unterarmstütz rücklegens. Wichtig hierbei ist, dass der Arsch den Boden nicht berührt. Wer ein ähnlich voluminöses Hinterteil hat wie ich, muss dann natürlich ein bisschen mehr Arbeit machen. Dann schaut der Bauch auch ein bisschen weiter raus. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Übung. So, auch wieder statisch die Position einfach möglichst gut halten. Wieder darauf achten, dass Fersen, Hüfte und Schultern möglichst eine Linie bilden. Und jetzt setzen wir die Beine links und rechts nach außen und wieder nach innen. Versuchen dabei, ein entspanntes Lächeln im Gesicht zu haben, halten die Position und gehen jetzt, ohne dass der Arsch den Boden berührt, in den Liegestütz rücklings und führen nur das rechte Bein möglichst gestreckt nach oben. Wechsel, das andere Bein, dieselbe Geschichte, möglichst gestreckt nach oben führen, das rechte Bein bleibt, oder das andere Bein bleibt durchgestreckt. Und jetzt in den Krebs, Vierfüßlerstand, wie auch immer. Wichtig ist hier, die Hüfte schön nach oben drücken, die Schulter vor die Handflächen bringen und die Position einfach kurz halten. Dann die Schultern über die Handflächen nach hinten drüber schieben, kurz halten, wieder zurück in die Mitte. Jetzt Hüfte richtig nach oben drücken, richtig ganz nach oben und sich freuen, dass jetzt wieder die nächste Pause kommt. Wir kommen zur letzten Position. Das ist jetzt speziell für den Rücken. Wir legen uns auf den Bauch und am Anfang bleiben die Zehenspitzen auf dem Boden und nur der Oberkörper wird angehoben. Wichtig ist, die Arme gestreckt mit Daumen nach oben am besten. Einfach halten. Nachdem das die letzte Position aus diesem Sechserpack ist, dürfte sich das jetzt einigermaßen bemerkbar machen im ganzen Körper, was wir gerade geleistet haben als Aufwärmtraining. Und jetzt heben wir den Oberkörper an für 10 Sekunden. Einfach die Füße am Boden lassen und den Oberkörper anheben. Und jetzt der Wechsel. Hände bleiben auf dem Boden und nur die Beine werden angehoben. Auch ungefähr 10 Mal. Und jetzt Arme und Beine gleichzeitig anheben, also Klappmesser rückwärts. Auch wieder 10 Stück oder 10 Sekunden. Das variiert bei mir immer ein bisschen. Und jetzt Schiffchen rückwärts schaukeln. Versucht hierbei möglichst die Position beizubehalten und nicht zu viel mit dem Körper zu schlackern.
Und jetzt Arme 90 Grad Winkel an die Seite nehmen und die Schulterblätter zusammenziehen. Zehenspitzen oder Füße bleiben auf dem Boden. Also ist richtig, dass die Schulterblätter sich auf dem Rücken berühren. Auch wieder 10 Mal. Kurz halten und wir sind fertig. Woohoo! Wir lächeln, wir freuen uns, dass der Schmerz jetzt aufhört. Ja, jetzt am besten noch ein bisschen aufdehnen, Schulter, vor allem Bauch und Rücken lohnt sich jetzt. Ihr könnt diese Übung natürlich komplett variieren. Es gibt verschiedene Planking-Positionen und Übungen, die ihr machen könnt. Ihr könnt die Intervalle selber wählen. Also viele machen nur 40 Sekunden. Wir haben bei uns beim Turnen angefangen, das halt auf 1 Minute 20 ungefähr zu machen, pro Einheit mit so circa 20 Sekunden Pause zwischendrin. Aber das könnt ihr euch gerne anpassen, wie ihr wollt. Und falls ihr mehr Übungen oder Vorschläge haben möchtet, könnt ihr mich auch gerne einfach anschreiben. Viel Spaß!